Bam, hier kommt die Schnäppchenbahn. Komm, steig ein und fahr mit uns mit. Bim, bim, bam, bam, hier kommt die Schlümpchenbahn. Wir fahren durch das ganze Jahr. Bim, bim, bam, bam, hier kommt die Schlümpchenbahn. Jede Station ist ein Feiertag. Reise mit uns durch Raum, Buch und Zeit in unserer Schlümpchenbahn. Schabbat! So, meine Lieben, es ist Freitagabend. Wenn die Sonne untergeht, dürfen wir nicht mehr weiterreisen. Was? Ja, dann beginnt der Schabbat. Juden dürfen am Schabbat nicht reisen. So steht es in unserer heiligen Tora geschrieben. Und wie lange dauert dieser Schabbat? 24 Stunden, bis am Samstag die Sonne wieder untergegangen ist. Was? Mäh. Und warum? Und was ist überhaupt ein Schabbat? Nun, das erklärt uns am besten Familie Lotterstein. Vor dem Schabbat zünde ich die Schabbeskerzen an und am Schabbat ruhen wir uns aus. Vor dem Schabbat backen wir diese zwei Challebrote und am Schabbat essen wir sie dann auf. Vor dem Schabbat kaufe ich ganz leckere Sachen ein und am Schabbat segne ich den Wein. Vor dem Schabbat schalte ich mein Handy und mein Laptop ab, denn am Schabbat ist unser Ruhetag. Den Grund dafür findet ihr in der heiligen Tora und das gleich in der ersten Parascha. Da steht, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag ging er sich auszuruhen. Deshalb erholen wir uns auch an jedem 7. Tag und dieser Tag, der nennt sich Schabbat. Am Schabbat begrüßt man sich mit Schabbat Shalom und unsere Seele singt ganz happy om. Am Schabbat laden wir unsere Freunde zu uns ein und auf dem Tisch wartet schon der Fisch. Am Schabbat lassen wir den Alltag vor dem Haus und deshalb schalten wir uns hier jetzt aus. Boah, jetzt fühle ich mich richtig erholt. So, meine Lieben, es ist schon Samstagabend. Der Schabbat ist vorbei und wir können weiterfahren. Zurückbleiben, bitte! Nächste Station. Tu Bishvat, das Neujahrsfest der Bäume. Nicht verpassen, bleibt dran.